Herzlich willkommen, hier ist eine weitere Folge hier vom Arsch. Hier ist gerade Stau in der Brauerei. Fleißig liefert Wasser, ja, Weizen und ich liefere auch noch mal was Gerste. Das werde ich jetzt gleich machen. Nebenbei wird noch Wasser, Milch und ja, Wasser halt, ne? Und Stroh. Dann liefere mal die Gerste ab. Und gleich vorne auch gleich nehmen. Der hat ja zwei Öffnungen, ne? Das sind zwei Hänger. Dann werde ich mal gleich mir so ein Dings besorgen, so ein Reinigungsbesen. Und dann werden wir das den Dreck bei der BGH wegräumen, weil da stört ja, ne? Mal sehen, ob der mit einem Trecker rumkommt, dann wollen wir mal gucken. Ansonsten müssten wir da gleich eingreifen. Das, ja, müssen. Kommt ja dort nicht rum. So, dazu stehen bleiben. Ich weiß auch nicht genau, wo lang fährt, aber er muss hier wieder raus. Und da mal gucken, ob der hier da komme durch. Da nicht. Ne. Gucken wir gleich mal nach, was hier noch an Vorräten sind. Vielleicht mal ein bisschen Hopfen kaufen. Ja, Hopfen haben wir auch nicht mehr. Weghof. Wir sind nicht zugreifen können, weil Alt-G geht auch nicht. Anscheinend blockieren unsere Outdrive-Fahrer die Symbole. Da gehen wir nebenan, vielleicht geht da was. Also ich habe den Fehler schon mal gefunden, also das liegt daran, mein Outdrive alles blockiert. Das könnte sein, dass es so ist, bin mir nicht ganz sicher, aber hier auf 1 und gehen wir dich da ran, dann muss ein R kommen, kommt nicht. Und streng. Streng geht. Das geht, gut. Kommen wir hier wenigstens rein. Brauerei. Übersicht. So, Bierkasten, Bierfass. Kamera war zurück. Und wenn dann nicht. Streng geht. Boah. Ach, hier ist Pachten. Ah, ja gut, das haben wir einmal gesucht. Und hier geht's, keine Ahnung, was anderes. Hier ist alles aktiviert. Umbenennen? Nö. Gut, hier kann man Hopfen kaufen. Bierkasten Hopfen. Wir werden mal, kaufen. Hinzufügen. Also Hopfen um die ja, 300.000 mal kaufen. Bier haben wir jetzt. Gerste haben wir jetzt 59, da kommt noch ein bisschen mehr. So. Wir kaufen mal um die 100.000. Da reicht das mal. So. Sieht er mal nicht Geld. Das Bier zahlt sich ja nicht aus. So. Weil Hopfen haben wir keinen mehr im Lager, also 160.000. Gut. Bierfass. Da haben wir auch drin, okay. Das reicht. Da hat jeder ungefähr 50.000. Das müssen wir eine Weile hinkommen. So, gucken wir, ob der um die Ecke rumgekommen ist. Ich komme nicht rum. So, sieht aus, dass er weg ist. Wo sind die anderen alle? Gucken wir hier, ne? Ob da alle weg sind.
verkehrten Ende jetzt. Hier ist normalerweise Wasser. Wasserfahrer müsste dann hier sein. Jo. Und hier, muss halt auch weg sein, sonst wäre der Wasserfahrer nicht da. Denn der kann ja nicht vorbeifahren, der ist ja auf demselben Kurs. Er teilt sich ja den Kurs. So. Hier ist der Bruder weg. Jo, weg. Dann fahren wir jetzt mal zum Hof. Und werden dann mal kurz den wegstellen. Dann nehmen wir uns einen Traktor mit einem Reinigungsbesen, den wir wahrscheinlich uns kaufen werden müssen. Und dann geht's Richtung BGH. Da ist halt so viel Silage, Quatsch, Maisreste kann man sagen. Da fahren wir kurz durch, ich kurz mal hier ab. Und das werden wir kurz wegkehren und dann kann hier auch der andere entsprechend durchfahren. Wenn der hier langfahren möchte, ne, ist ja okay. Hier, das ganze grüne Zeug da links, das ist dermaßen fest, das ist ja wie Beton. Die Lichtmasten stören nicht, da habe ich den Kurs verschoben. Und dann könnte ich mir vorstellen, Wasser oder die Gärreste zu verkaufen. Das müssen wir irgendwie ausreizen, das muss irgendwie genutzt werden, das Zeug. Das ist ja wie totes Geld, ne? Das ist ja, kann man auch nehmen, ne? Gut, da wird jetzt nicht so viel fahren, mir alle. Müssen wir bei Gelegenheit mal die, der Stromfahrer ist auch wieder hier. Trifft sich die halbe Welt. So. Ah. Der Weizenfahrer, wo fährt der dann lang? Achso, da kommt der vom Lager. Ja, das habe ich mal eingestellt. Ne? Der hat einen Mähweg dran, ne? Oder? Nö. Seh. Klebereifung? Nö, das fahren wir nicht. Aber der hat vorne was dran. Und zwar ist das. Das werden wir auch brauchen. Stumpenfräsen steht an. Aber erstmal fahren wir zum. Das stellen wir uns mal hier vorne hin. Wir brauchen ihn ja gleich. Mehr oder weniger. Mal gucken, ob ich da so einen Besen hab. Das bin ich gar nicht so sicher. Kirche. Ist mal schwer zu finden, aber mal hier übers Menü gehen. Immer Garage, es kann sein, dass wir was haben. Wird durchaus möglich. Aber nicht sicher. Na, haben wir nicht. Gut. Dann kaufen wir was zur Kirche. Da muss ich mal gucken, dass ich da nicht übersehe, dass mir so ein Kugel, eine Kirche, dieses Teil. Und zurück. Legen wir ab. Die wollen noch fräsen, ja, habe ich. Werden wir heute auf jeden Fall machen, aber erstmal da bei der BGH und so, weil der fährt mich garantiert da wieder lang und kommt nicht so wie er soll, ne, durch. So. Ich glaube, Wahlermarkt ist aktiviert. Also ich muss im Prinzip dann kaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nichts, keine Fahrzeuge fahren, ne. Wenn das blockiert irgendwas. Händler, ne? Da war da was. Das denkt nur von vorne oder seitlich? Da ist genau richtig rum. Vielleicht träger, aber es geht. Müssen wir vorne ankriegen. Auch nicht mal aussteigen. Alles vollautomatisch.
So, dann geht es hier über die Böschung. Links. Man wird noch ein bisschen aufpassen, jetzt fahren ein paar Fahrzeuge lang. Ne? Also ich bin ja eigentlich ohne Fahrzeuge hier gewohnt, aber jetzt unsere Lenkung zieht nach rechts. Da muss ich mal ganz kurz das Lenkrad justieren. Das heißt, ich muss im Prinzip einmal ganz nach links zurückschalten lassen und ganz nach rechts. Weil es hier seitdem so ein Update gab für den Treiber, also für Software für Lenkrad. Jetzt ist wieder justiert. Wir fahren jetzt schnell zur BGH und machen das sauber. Oder nur noch ein Fahrzeug einstellen, der fahren kann, um das Zeug zu verkaufen. Ne? Gärreste. Müsste man einen LKW probieren, aber LKW ist nur eine Sache. Ne? Aber ich habe ja so einen Dolly da, Dolly, Tankwagen, und dann lass ihn laufen. Ne? Habe ja ein paar Dinge da. Wie gesagt, da steht da oben dran Blocking irgendwie, ne? Blocking, Wasser, ne, Blocking, Milch, Weizen, Milch hat er nicht viel. Dieser Milch ist, naja, geht zum eigenen, ne? Ist schon geschafft. So, das sind so eine Bürste, die löscht. Muss ich mal den Marsch in Thüringen probieren, dass ich da zum Beispiel auch schaffe. Das wegzukriegen, was da die Balken sind, ne? Jetzt hänge ich da auf dem Ding. So. Das ist nämlich ganz verzwicktes Zeug hier. Das hat mich schon geärgert hier. Beim Das kann auch der Geisterfahrer gewesen sein, bei der, wo man immer hörte, oh, jetzt fährt da was einer los, ne? Oder stehen bleibt. Das kann so einer sein. Ja, wo gerade da, wo ich stand, habe ich es gehört, war kein Fahrzeug. Also ein bisschen putzen hier. Die Ölspuren gehen auch nicht weg. Ja, ich muss ein bisschen schubsen hier. Gibt's doch gar nicht. Ist das Problem gelöst. Ja, die alte BGH, die man früher stand, ja, ist ja nicht mehr, ne? Also die Silos, die also die hatte ich ja mal gekauft, und aufgrund von störenden Fehlern habe ich es verkauft. Als Fehler, sie hat links und rechts eingeklebt, und das fand ich nicht so schön. So, hier ist ein Dolly, das sehe ich gerade. Nehmen wir gleich mit. Dann können wir uns einen Wasseranhänger nehmen und dann gleich den auch auf Kurs schicken. Ja, bietet sich an. Ein kleiner Transport. Durch den Besen fahren wir zurück zum Hof. Sind der eh da. Fahren hier hin und holen uns ein Wasserfass, was wir am besten nehmen können, und dann werden wir entsprechend die ganzen Zeug verkaufen. Hier ist doch alles da, Verkauf, zack, BGH, und geht schon, ne? Das ist ja schon angeschlossen. Wenn ich gerade irgendwo was gebaut habe, was im Wege ist, aber eigentlich nur Felder, ist ja wie nichts gebaut. Also doch hier die Gebäude, aber da ist ja kein Kurs begriffen.
So, da sind wir wieder. Entschuldigung. Der Milchwagen wartet, bis er wieder Milch gibt. Das ist gut. Dann kann ein bisschen dauern. Aber das macht nichts. Das stellen wir mal hier links rein. Oh, wir haben Glück gehabt. Mit denen nicht. Hier unsere Fluggeschichte. Wir werden mal gleich mal gucken nach dem Güllefass ohne Dolly. Für die kurzen Strecken können wir ja den kleinen nehmen, den Original. Ich muss mal sowieso mal umstellen auf GTB. Der mit 70 km/h fahren kann. Für Strecke, lange Strecke auf Straße ist der ganz gut. Ackerbau ist ja nicht so gut, weil er nicht die Kraft hat. Aber für die leichten Geräte, denken wir, unsere kommt er gut zurecht. So, wir fahren jetzt mal Richtung Straße. Das heißt, Kurs hier. Da werden wir einstellen, und zwar Modus beladen BGH. So, BGH. Beladen Gäreste. Verkauf. Verkaufsstellen. Gäreste. Verkauf. Heizkraftwerk nicht. Raffinerie, Stadion. Zuckerweberei, Tankstelle, Sägewerk, Stadion, Klärwerk. Ob es die Nord ist, mal gucken, mal gleich wohin fährt. Schauen wir mal, ne? Das schaffen wir noch. Zumindest. Oh, der will da lang. Wo er hinfährt, ne? Das ist so allgemein wichtig. Man müsste man eigentlich die Kurse auf der Straße kennzeichnen, ne? Dass da irgendwie ein Strich ist, ein Bereich ist, wo man nicht parken soll. Ne? So. Ich glaube, BGH Nord ist die andere, die weiter weg ist. Das ist der verkehrte Anhänger dafür. Müssen wir nächstes Mal tauschen bei Gelegenheit. Na, kannst du nicht entscheiden. Links, rechts. Aber ich finde das super, dass es so sowas gibt, ne? Dass sich da jemand so einen Gedanken macht und das programmiert. Wahnsinn. Und vor allen Dingen wird man besser, ne? Wir haben wie graut schon davor, wenn hier der neue LS kommt. Vielleicht in einem Jahr, ne? Man weiß ja nicht so genau, ne? Eigentlich ist man im Farm kommen, ist man Veröffentlichung, da wird man angekündigt. Das ist meistens im Juli, Ende Juli. Und dann kommt das ganze Spaß dann nachher raus im November, Dezember in den Dreh. Ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Wie man sieht, er fährt in die richtige Richtung oder falsch eigentlich, aber gut. Dann müssen wir noch einen anderen Traktor nehmen. Oder LKW oder unten im Dreh. Steigen wir auf, lassen wir fahren. Mal tschüss, ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter auf in den Marsch, ne? Wir fahren fleißig weiterhin Getreide zur Brauerei, Klärreste zum Klärwerk. Unkraut wächst schon. Ja, am Rand wächst immer Unkraut. Beziehungsweise Kräuter. So, das heißt, wir müssen jetzt Zeugs im Hof. Ach so, tschüss und schau, bis morgen. Tschüss.